Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt im Crashkurs der Tomcat. Wir kümmern uns heute um das ANAWG 9 oder auch ORG 9 Radar und schießen ein paar Ziele vom Himmel. Wir starten aber ausnahmsweise mal wieder ein wenig auf dem Boden. Ich habe im Startup eine Sache weggelassen, die das Radar betrifft, weil sie zu dem Zeitpunkt noch nicht relevant war und weil ich auch dachte, das wäre ein bisschen mehr zu erklären und hätte größeren Einfluss. Dem ist leider nicht so, wie ich dann festgestellt habe. Ich rede von der Flüssigkeitskühlung für das ORG-9-Radar und für die AIM-54 Phoenix, um die wir uns heute auch kümmern. Die Phoenix an sich, die hat selbst auch ein aktives Radar und das muss auch gekühlt werden. Und dazu gibt es einen Flüssigkühlkreislauf oder Liquid Cooling auf Englisch. Und den müssen wir noch aktivieren. Ihr seht beim Rio hier unten diese beiden Warnleuchten. ORG-9 CONT und Missile CONT. CONT für Condition. Das soll uns quasi sagen, dass die Kühlung nicht an ist. Und die müssen wir einmal anmachen mit dem Liquid Cooling Switch, der sich da unten versteckt. Da muss ich mich gerade ziemlich verbiegen. In der hinteren Position wird nur das ORG-9 gekühlt. In der vorderen Position wird das ORG-9 und die AIM-54 gekühlt. Das heißt für euch ganz praktisch, habt ihr Phoenix dabei, legt ihr den Switch nach vorne, habt ihr keine Phoenix dabei, legt ihr den Switch nach hinten. Warum ich eigentlich dachte, dass es, beziehungsweise warum ich hoffe, dass es in der Zukunft noch tiefer gehend simuliert wird, ist, naja, es gibt halt hier einen Luftkreislauf im Flugzeug und der hat auch Einfluss auf die Kühlung und eigentlich gibt es hier unten noch ein Ground Cooling Switch, den man auch auf ORG-9, AIM-54 oder auf OBC bzw. Cabin stellen kann. OBC steht für Onboard Check. Und eigentlich dachte ich, dass man den Switch am Anfang auf ORG-9, AIM-54 stellen müsste, solange die Triebwerke noch nicht hochgefahren sind und solange der Pilot auch hier noch nicht die Air Source ausgewählt hat. Solange wird dann Kühlung durch die Luft am Boden bereitgestellt. Und es gibt auch in der Checkliste einen Absatz, dass man das erst aktivieren soll, wenn das ECS, also das Ding hier, 3 Minuten gelaufen ist und all so weiter und so fort. Das ist, wie gesagt, irgendwie nicht simuliert, habe ich festgestellt. Deshalb, ja, okay, ich hätte es vielleicht doch in Startup mit reinnehmen können. Da ich aber zum Zeitpunkt des Aufnehmens, zum Zeitpunkt, als ich den Startup aufgenommen habe, gedacht habe, das wird noch viel mehr, habe ich es halt kurzerhand weggelassen. Jetzt habe ich so lange geredet, dass wir auf dem Carrier so weit nach vorne geschlittert sind, dass wir... Ach herrje, dazu sage ich nichts. Wisst ihr was? Ich rolle jetzt einfach mal los und wir starten endlich. So, zurück zum eigentlichen Thema, dem ORG-9-Radar und der AIM-54 Phoenix. Wir haben 6 Stück davon geladen und sind gerade auf dem Weg, 2 Ziele abzufangen. Entschuldigung, 4 Ziele abzufangen. Die sind noch ein bisschen weiter weg. Ich steige gerade einmal durch die Lüfte. Ich werde aber schon mal das Missile Preparation anmachen. Diesen Knopf einfach schon mal an. Und das sorgt dafür, dass die, naja, in Anführungsstrichen, dass die Phoenix hochfahren. Da werden jetzt ein paar Daten an die Rakete übermittelt und das Radar wird schon mal gekühlt und so weiter und so fort. Das braucht ungefähr 2 Minuten, bis das durch ist und die Phoenix wirklich einsatzbereit ist. Ich mache auch schon mal den Masterarm an und ich wähle die Phoenix auch einfach schon mal aus mit dem Weapon Selector, den wir im letzten Teil schon belegt haben. Ich wähle mein R2 Erhard. Ich sehe, ich habe 6 Phoenix ausgewählt. Wunderbar, dann bin ich damit eigentlich erstmal durch. Also vorne ist quasi alles bereit und wir werden den Rücksitz, wir werden den Rest gleich viel vom Rücksitz aus machen. Da wir ein bisschen mit dem Radar rumspielen, dann kann ich euch ein bisschen das Radar erklären. Also wir werden uns heute größtenteils auf dem Rücksitz aufhalten, aber diese Vorbereitungen hier mit dem Missile Preparation und Masterarm und Phoenix auswählen, die musste ich von vorne machen. Also die muss immer der Pilot machen. Gut, ich springe mal auf den Rücksitz und ich sag Iceman direkt mal, ich möchte gerne auf 30.000 Fuß. Angels 30, please. Ein bisschen Licht mal hier hinten an, ist ja doch irgendwie alles relativ dunkel. Und wir können währenddessen so ein klein bisschen mit dem Radar rumspielen. Das hier oben, das ist euer Radar, das ANAWG-9 oder AWG-9 oder ORG-9. Das hat effektiv 2 verschiedene Modi.
einen Pulsmodus und einen Pulsdoppler-Modus. Welchen Modus ihr haben möchtet, wählt ihr hier im WCS-Mode. Hier steht jetzt ein bisschen mehr als Pulsdoppler. Hier steht nämlich PD für Pulsdoppler, SRCH für Search, RWS, Range Wild Scan, TWS, Track Wild Scan und das nochmal Manual und hier Puls Search so ein bisschen gesondert. Könnt ihr einfach mal draufdrücken, passiert nicht viel. Der Puls Search Mode ist wirklich nur ein Modus, während alle vier anderen Modus eigentlich mit dem Puls Doppler durchgeführt werden. Und daneben gibt es noch einen Puls Single Target Track und einen Puls Doppler Single Target Track. Viel tiefer werden wir da jetzt nicht wirklich einsteigen, außer dass Puls eher so für Medium Range ist oder Short Range sogar und Puls Doppler, also die vier anderen Modi, sind eher für Long Range und alles, was dazwischen liegt. So viel muss man wissen. Im Normalfall reicht es, wenn ihr das Ding auf TWS Auto stellt. Das ist so ein automatischer Modus, in dem den Tracks, die das Radar generiert, dann auch automatisch irgendwelche Nümmerchen zugewiesen werden und so könnt ihr verschiedene, mehrere Phoenix hintereinander starten. Das werden wir gleich noch machen. Wenn euer Radar einen Kontakt sieht, dann werdet ihr hier das Raw Radar Return sehen, sozusagen. Da spielt noch eine ganze Menge mehr mit rein. Es gibt noch einen Ground Clutter Filter, es gibt einen Notch Filter und so weiter und so fort. Also notchende Ziele seht ihr hier auch nicht unbedingt, je nachdem, was ihr hier eingestellt habt. Und oh mein Gott, dieses Radar ist super tiefgehend und man müsste super, super, super viel erklären. Das schaffe ich in einem Crashkurs nicht, von daher wird das jetzt eventuell schon fast alles zum Radar sein. Auch wenn wir das Radar gleich weiter benutzen werden. Im Puls-Search-Mode gibt es noch eine kleine Besonderheit. Da könnte ich hier oben nämlich die Range auswählen, in der er suchen soll, in nautischen Meilen. Ich bleibe für den Moment mal im Puls-Doppler-Search, weil da wahrscheinlich gleich die ersten Kontakte aufschlagen sollten. Und wir können währenddessen aber noch anderen Krams machen. Ihr könnt die Elevation und den Azimut des Radars auch komplett steuern und verändern. Ich mache meinen Track IR mal wieder aus dem Pausenmodus raus, nicht erschrecken. Ihr habt hier links so eine Elevation-Skala. Also, nein, andersrum. Doch, das ist beides die Elevation-Skala. Ihr seht links die Elevation, in die das Radar gerade guckt und die Elevation Bars, die es abscannt, gerade 4, wenn ich richtig gezählt habe. Und rechts seht ihr die wirkliche Elevation der Radarschüssel. Ihr könnt die nämlich auch einfach nach oben schieben oder nach unten schieben. Oder auch einfach wieder zentrieren. Das macht ihr über die folgenden Tastenkombinationen. Mit, nein, falsche Steuerungseinstellung, das habe ich auch gelernt. Genau, der Rio hat eine komplett eigene Steuerungseinstellung. Das macht ihr über Radar Elevation Up, Recenter und Down. Und das gleiche Spielchen könnt ihr mit dem Azimut machen. Das sieht man allerdings nur auf dem TID. Ja, man sieht es auch oben auf dem DDD so ein bisschen. Das hier oben ist das DDD. Ich glaube, es hieß Detail Data Display. Doch, genau. Und das ist das Tactical Information Display, TID. Und ja, hier seht ihr, kann ich auch den Azimut ändern und auch dafür gibt es eine Recenter-Kombination. Das nennt sich in den Steuerungseinstellungen, nein, schon wieder die falsche Taste, erst auf Rio gehen. Das nennt sich in den Steuerungseinstellungen Razor, Azimuth, Left, Recenter und Right. Könnt ihr euch also einstellen und dann könnt ihr in dem Puls-Doppler-Modus und im Range-Wild-Scan-Modus könnt ihr das noch ändern. TWS Auto nicht. TWS Manual hingegen doch, also das ist der Unterschied zwischen Auto und Manual. Einmal wieder recentern und im Pulse Search Mode klappt das genauso. Also ihr könnt das überall ändern, außer in Track Wild Scan Auto. So viel schon mal zu den Radareinstellungen. Ihr könnt auch die Breite des Kegels und die Elevation Bars ändern. Die Einstellungen verstecken sich hier unten. Azimuth Scan steht gerade auf 20 Grad. Wir können 10, 20, 40 und 65 nehmen. Und Elevation Bars zu 1, 2, 4 oder 8. Wenn ich die ändere, sieht man das auch entsprechend auf dem DDD und auch auf dem TID. Wenn ich hier die Elevation Bars runterschraube, dann sieht man hier die Höhenänderung nicht mehr. Wenn ich hier stattdessen 8 Elevation Bars einstelle, dann seht ihr, da wird ein relativ großer Höhenbereich durchgescannt. Und das auf 65 Grad. Das dauert dann aber natürlich auch dementsprechend, bis eine Elevation Bar abgescannt ist.
So, perfektes Timing. Wieder in den Pulse-Doppler-Search-Mode und wir sehen die ersten Radar-Returns. Für euch zur Info, einfach, dass ihr wisst, was wir gleich tun, damit ich euch nicht im Dunkeln lasse, da fliegen 4 TU-95 straight auf uns zu und ich möchte die einfach mit 4 Phoenix abschießen. Im Pulse-Doppler-Search-Mode kriegen wir schon mal Informationen. Ich drehe jetzt mal die Range ein bisschen hoch. Ich mache sie einfach mal auf 400 und schalte mal in den Trackwell-Scan-Auto-Mode, ob wir da auch schon Returns kriegen. Da kriegen wir auch schon Returns und der Trackwell-Scan-Mode hat jetzt hieraus Tracks generiert. Das ist ganz wichtig, nur der Trackwell-Scan und ich glaube auch noch der Rangewell-Scan-Modus, nur die generieren Tracks auf dem TID. Weder Pulse-Search tut das, wobei ich das mit Pulse-Search gar nicht reinkriege, die sind wahrscheinlich noch zu weit weg. Und der Pulse-Doppler-Search-Mode generiert auch keine Tracks. Aber Trackwell-Scan tut das, warten wir mal, bis die Tracks wieder da sind. Wunderbar, da kommen die Tracks. Und wir sehen hier zwei Zahlen, wir sehen hier 1... 2 und 2, 3, beziehungsweise das hier ist wahrscheinlich auch eine 3 und da kommen noch mehr Tracks. Mein Gott, wenn ich die jetzt auseinander sortieren könnte. Wichtig zu wissen ist, links neben dem Track steht die Höhe in 10.000, beziehungsweise von 25.000 bis 35.000 steht da eine 3 dran und rechts neben dem Track steht die Trackwell-Scan-Nummer. Und das Radar kann 6 Ziele gleichzeitig tracken und scannen. Und dementsprechend 6 Phoenix gleichzeitig abfeuern auf die unterschiedlichen Ziele. Ich mache jetzt aber als erstes mal folgendes. Da das kein Datalink-Target ist und nichts, klassifiziere ich die jetzt erstmal als feindlich. Dazu stelle ich sicher, dass ich hier unten TID-Cursor gewählt habe. Denn mit dem Ding hier kann ich den Cursor hier steuern. Dazu müsst ihr euch entweder die Achse noch belegen, die sollte aber eigentlich vorbelegt sein. Was ihr aber auf jeden Fall belegen müsst, ist das HCU Half Action und HCU Full Action. Wenn ihr hier einen zweistufigen Trigger habt, wie zum Beispiel am Thrustmaster Otos Warthog, seid ihr klar im Vorteil, ansonsten braucht ihr halt zwei Tasten. Ich halte jetzt, wenn ich hier nichts gedrückt halte, dann tut sich hier auch nichts. Wenn ich Half Action gedrückt halte, kann ich das Ding hier bewegen und mit Full Action kann ich einen auswählen. Also ich nehme den ersten und den möchte ich als Hostile klassifizieren. Dazu wähle ich hier Category Target Data und Hostile. Und dann hat sich auch das Symbol geändert. Ich nehme mir den nächsten Hostile, den nächsten Hostile. Und eigentlich sollte da noch ein vierter drin sein. Da habe ich mich verklickt, Hostile. Halt, stopp, das war vielleicht ein wenig vorschnell. Ich habe jetzt gerade die Ziele als feindlich markiert. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, ob sie wirklich feindlich sind. Wie finden wir das raus? Wir finden uns in folgender Situation wieder. Wir haben hier unten auf dem TWS zwei Tracks. Das wird uns auch als Blips hier im DDD dargestellt. Aber eigentlich wissen wir gar nicht, ob die feindlich sind. Die sind hier auch noch als Unknown markiert. Wir müssen jetzt eigentlich nur einmal den IFF-Knopf gedrückt halten. Da steht schon dran, Interrogate Friend or Foe, das ist die Abkürzung für IFF. Und wenn ich da gedrückt halte, sehen wir auf einmal hier beide Blips, aber irgendwie fetter dargestellt. Die Blips haben jetzt noch einen Strich darüber und einen Strich darunter. Das ist ein positiver Return von dem IFF und das signalisiert uns, ja, der hat auf unseren Anfragecode geantwortet und ist somit ein Freund. Das soll heißen, die beiden, ich pausiere meinen Track IR mal wieder. Das soll heißen, die beiden Kontakte hier, die sind definitiv freundlich. Und dementsprechend markiere ich sie auch als freundlich. Und das gleiche nochmal, wenn ich die vier Kontakte, die wir gerade voraus haben und markiert haben, jetzt so nochmal vor mir sehe. Ich habe sie eindeutig im DDD, ich bin gerade im Pulse-Doppler-Search-Modus, also gibt es keine Tracks. Aber wenn ich hier IFF gedrückt halte, da kommt kein Return. Also der antwortet nicht auf meine IFF-Anfrage, das heißt nicht automatisch, dass er feindlich ist. Das heißt nur, dass er mit Sicherheit nicht freundlich ist, weil er den FF-Interrogator, weil er die Anfrage nicht beantworten kann. Je nach Rules of Engagement und was so alles gelten würde, müsste man jetzt dann eigentlich Visual ID oder was auch immer machen. Da ich mir sicher bin, dass die feindlich sind, weil es hier sonst keine freundlichen Flugzeuge gibt oder was auch immer, markiere ich sie jetzt somit als feindlich und zwar alle nacheinander. Solange ihr keine eindeutige Identifizierung habt, würden sie eigentlich erstmal unknown bleiben.
Und eigentlich sollte da in dem Gewusel noch ein Vierter drin sein. Na, wir fliegen mal noch ein bisschen näher ran. Gucken, ob ich die Range schon ändern kann. Ja, ich kann sogar die Range schon ändern, dann sehe ich sie im oberen Bildschirmrand. Und ich kann mir auch die Launch Zone anzeigen. Dann sehe ich auf dem TID auf einmal so etwas, was aussieht wie ein Ausrufezeichen, aber gar kein Ausrufezeichen ist. Der Punkt hier dran steht für Min Range, also R-Min. Der Strich vom Ausrufezeichen quasi steht für die optimale Auslösereichweite. Ich weiß nicht, ob das RNI ist, auf jeden Fall ist es die optimale Reichweite. Und innerhalb derer möchten wir die Phoenix auslösen. Das heißt, wir fliegen jetzt einfach erstmal noch ein bisschen weiter auf die Ziele zu. Wir werden nicht in Single Target Track gehen, wir schließen die Phoenix jetzt im Trackwell Scan und ich guck mal, ob ich den vierten da noch irgendwie reinkriege, weil eigentlich sollte hier zwischen den beiden noch einer sein. Vielleicht kann das Trackwell Scan die aber auch gerade noch nicht auseinanderhalten. Mal gucken, ob ich sie vielleicht im Pulsdoppler besser reinkriege. Einfach mal die Modi durchprobieren. Ne, im Rangewide Scan sehe ich nur zwei, im Pulse wahrscheinlich noch gar nichts. Da sehe ich auch nur zwei. Na, bleiben wir einfach lieber im Auto Mode. Okay, und klar, wenn ihr den Modus ändert und er den Track verliert, dann müsst ihr halt neu klassifizieren. Und natürlich nur klassifizieren, wenn ihr euch sicher seid, dass das Ding feindlich ist. Wir warten mal ab. Wir sind noch 133 nautische Meilen entfernt, wie hier oben zu sehen war. Das ist die Zielhöhe. Hier oben wird euch immer angezeigt. Also hier steht Target 1 und Target 1 heißt, diese Informationen hier sind von Target 1. Wenn ich hier zum Beispiel alles abwähle, steht hier Own Aircraft und ich sehe meine eigene Latitude und Longitude. Und hier wieder von den Targets. Okay, das wundert mich jetzt ein bisschen, dass ich die anderen beiden gerade nicht draufkriege. In meinen Versuchen hatte das wunderbar gepasst. Aber okay, wir haben noch sehr viele Meilen Zeit. Wir können mal noch was anderes machen. Wir gehen mal wieder in den Pulse-Doppler-Search-Mode. Der scannt jetzt hier oben in einer sehr kleinen Bar. Und wir machen mal den Radar-Cursor an. Mit dem Radar-Cursor steuert ihr mit der HCU, Hand Control Unit, dieser Joystick, steuert ihr quasi direkt das Radar. Wenn ich jetzt Half-Action gedrückt halte, seht ihr auf einmal hier so einen Cursor auf dem DDD und wie das hier so rumgeht. Also damit könnt ihr sehr feine Bereiche abwählen. Und wenn ich hier jetzt Full Action drücke auf so einer Radar Reflection, versucht er in Single Target Track zu gehen, was gerade noch nicht funktioniert. Entweder jammen die oder sie sind noch zu weit weg. Aber prinzipiell würde das so funktionieren. Warten wir mal einfach, bis wir noch ein paar Meilen näher dran sind. 3, 4. Wir haben alle 4. Wunderbar. Und alle 4 als Hostile markiert. So, das war eigentlich auch schon die ganz grundlegende Einführung zum Radar, also wirklich extrem grundlegend. Und ja, zugegeben auch sehr schnell, aber für mehr muss ich mich da erstmal selbst reinlesen. Das ist echt unglaublich viel, was man da alles machen kann und was man da rumspielen kann. Wir den TID-Mode eigentlich schon hier unten mit Attack, Aircraft Stabilized, Ground Stabilized. Ich weiß gar nicht, ob wir das in einem anderen Crashkurs schon gemacht haben. Falls nicht, jetzt gerade ist er im Attack-Mode. Der einzige Unterschied zwischen allen anderen, also zwischen Aircraft Stabilized und Attack, ist, dass hier der künstliche Horizont angezeigt wird als Linie. Wenn der Pilot jetzt rumfliegen würde, das hier wäre im Prinzip ein künstlicher Horizont. Auf Aircraft Stabilized ist der künstliche Horizont weg. Und auf Ground Stabilized sehen wir den ganzen Bildschirm nach Norden ausgerichtet. Das ist auch sehr cool. Und auf TV sehen wir das TCS-Bild.
So, ich bin mutig, ich versuch's nochmal mit dem Single-Target-Track-Mode. Da haben wir einen Single-Target-Track-Mode. Den würde jetzt auch der Pilot vorne sehen. So könnt ihr also Ziele Single-Target tracken. So, alle wieder deklariert und auch schon, naja, fast in Reichweite. Ja, ich lasse die Ansicht mal kurz, die werden ja noch ein bisschen runterkommen. Ihr seht auch, der Geschwindigkeitsvektor, wenn wir auf den von ersten achten, der wird immer kürzer und gleich hat er auch Armin erreicht. Und wir warten jetzt mal einfach, bis die alle in optimaler Reichweite sind und dann müssen wir im Prinzip nur noch diesen Launch-Button hier drücken. Mehr ist es dann gar nicht. Wenn ihr den drückt, dann dauert es 3 Sekunden ungefähr, bis so eine Phoenix rausgegangen ist. Das ist halt der Launch-Cycle. Ihr hört das aber eindeutig und ihr merkt es auch. Und wir werden die Rakete dann irgendwo da vorne flitzen sehen. In 77 nautische Meilen, so langsam kommen sie in Reichweite, alle 4. Wir warten mal so bis 72, 71, 70, irgendwie so um den Dreh. Da blinkt's. Das Blinken heißt, meine ich, so verstehe ich das zumindest, dass sie jetzt optimal in Reichweite sind. Ich warte mal noch ein, zwei Mal. Und dann würde ich sagen, schießen wir den 4-mal ein bisschen was vorn, Latz. Nummer 1. Da ging sie raus, Counter ist verringert. Nummer 2. Das war nur der Wake von der Rakete. Da wieder. Nummer 3. Und Nummer 4. Ihr habt gesehen, bei jedem Abschuss kam an die Kontakte eine zusätzliche Zahl dran und da zählt jetzt was runter. Das heißt, glaube ich, 116 Sekunden bis zum Einschlag. Das heißt, die fliegen jetzt auch erstmal 2 Minuten. Und die fliegen auch ganz schön hoch. Also die fliegen so eine richtige schöne Kurve. Die Zeit warten wir jetzt einfach ab. Ich gehe jetzt auch absichtlich nicht in die Außenperspektive und ich gucke jetzt auch absichtlich nicht den Waffen zu. Denn ich finde es immer ganz spannend zu gucken, ob man die Flugzeuge hier erwischt hat. Wir werden nämlich dann nach den Einschlägen sehen, wie die Blips vom DDD verschwinden und dann irgendwann später auch, wie die Tracks verschwinden, zwar durchgeixt. Das warten wir jetzt einfach mal ab. Und ich hoffe dabei, dass die 4 Dinger hier nicht aus meinem Kegel rausfliegen. Ansonsten muss ich halt ein bisschen nachsteuern. Wobei ich den Modus jetzt eigentlich gerade gar nicht wieder ändern will. Sonst verliere ich kurzzeitig die Tracks und wäre alles doof. So, aber die 1 Minute bis zum ersten Einschlag kriegen wir jetzt auch noch irgendwie rum. Wenn ihr die Raketen von vorne schießt, ihr könnt die Raketen auch als Pilot schießen. Also Jester macht das auch alles für euch. Wir können uns das eigentlich gleich nochmal eben kurz mit Jester angucken. Der Jester bleibt nämlich von sich aus im Track-While-Scan-Auto-Mode. Einen anderen Modus kann er noch nicht. Und der weist auch allen Zielen direkt, also im Track-While-Scan-Auto-Mode werden ja direkt aufsteigende Nummern den Zielen zugewiesen. Von daher müsst ihr eigentlich als Pilot das Flugzeug nur richtig fliegen und könnt auch vorne mit dem Trigger die Phoenix einfach rausschießen. Ihr könnt euch ja vorne das Display hier anzeigen lassen und sobald, solange ihr richtig fliegt, geht das schon alles klar. Jester macht auch die Launch Zone an, das heißt, die seht ihr hinten auch. So, da war der erste Einschlag. Ein Blip. Ja, noch alle da. Die drehen aber ab, gehen runter. Da verschwinden der erste Blip. Der erste Blip ist weg.
ist der zweite Blip weg, durchgeixt. Noch zwei weg, der vierte Blip ist auch schon weg, alle Tracks weg. Wir haben gerade erfolgreich 4 TU-95 mit Phoenix abgeschossen. Wo war ich stehen geblieben? Wenn ihr das von vorne macht, dazu springe ich mal wieder nach vorne, könnt ihr euch natürlich hier äquivalent einfach das TID anzeigen lassen und ihr müsst einfach nur den Trigger ziehen und dann geht die Rakete raus. Also das dauert natürlich auch 3 Sekunden und dann geht die Rakete raus und wird auch so ganz normal auf ihr Ziel zu fliegen. Wir haben ja jetzt hier nichts groß gemacht mit Single Target Track und nix. Das war ja jetzt doch eigentlich eher unspannend. Aber es macht Spaß. Es macht auch Spaß, irgendwie den Iceman vorne fliegen zu lassen. Ich denke, das macht auch im Singleplayer eine richtige Mission Spaß, solange man da irgendwie die Zeit für hat. So wie wir die Phoenix gerade abgeschossen haben, war sie eigentlich die meiste Zeit nur semi-aktiv und ist durch die Radarreflexion unseres Org 9 gelenkt worden und ging erst kurz vor dem Ziel selbst aktiv. Wir können der Phoenix aber sagen, sie möge doch bitte direkt aktiv gehen. Also wir können sie direkt aktiv rausschießen mit aktivem Radar, sodass sie hoffentlich auf den ersten TWS-Contact aufschlägt. Wir haben da unten ein Ziel auf dem Radar, das ist nur ein Data-Link-Ziel. Ich versuche jetzt gleich kurz einen Track zu kriegen und möchte den Track dann auch direkt wieder verlieren, damit ich das ja im Prinzip testen und prüfen kann, wie wir die Phoenix aktiv rausschießen. Dazu springe ich jetzt einmal kurz auf den Rücksitz und wir müssen dazu einen Schalter umlegen, nämlich hier unten Missile Options einmal nach unten legen auf PH Act, Phoenix Active. Das obere steht für Sparrow Pulse Doppler, das gucken wir uns in einem anderen Teil wahrscheinlich noch an. Und dann versuche ich hier mal einfach kurz einen Track zu kriegen. Ah, da haben wir einen Track. Er markiert den jetzt noch als Hostile und raus mit der Phoenix. Wir haben sie auf Active gestellt, das heißt, sie sollte auch direkt aktiv gehen. Ich gehe jetzt absichtlich weiter nach rechts, damit ich den Track da verliere. Kannst du bitte einmal die Auflösung umstellen hier? Roger. Ja, wunderbar, danke. Ja, den Track haben wir, so wie es aussieht, gerade verloren. Super, es ist nur noch der Data-Link-Kontakt da. Aber die Phoenix fliegt weiter aufs Ziel zu. Wir sehen die Phoenix gerade auch im Radar, die hat sich selbst aktiviert. Wir können das Flugzeug ja sogar da oben rechts aus dem Cockpit raus sehen. Nein, da kriegen wir wieder einen Track. Ich will den Track aber gerade nicht. Und da wurde sie getroffen. Wunderbar. Das heißt, das hat funktioniert, dass die Phoenix direkt aktiv gegangen ist. So, wir haben die Phoenix im Trackwell-Scan abgeschossen, wir haben sie direkt aktiv abgeschossen und es gibt quasi noch einen dritten Modus, nämlich den ACM-Modus. Im ACM-Modus wird die Phoenix schon vor dem Launch aktiviert und schaltet so ziemlich genau auf das auf, was hier so auf der Aircraft Datum Line ist, sozusagen in einem Boresight-Modus. Wenn ihr so eingestellt seid wie ich gerade, Missile Preparation is on, ihr habt die Phoenix ausgewählt, ihr habt hier unten keinen Track und ihr macht das ACM-Cover hoch. Ihr seht, der springt direkt in den Boresight-Modus. Wenn ich die Phoenix jetzt abfeuere, also beziehungsweise die Phoenix ist jetzt im Prinzip schon aktiv. Ich sag jetzt Jester auch mal extra, er soll das Radar ausmachen. Roger. Sodass wir nur per Data-Link mal zu dem Kontakt da unten navigieren. Das heißt, das Org 9 ist gerade komplett inaktiv.
Und ich möchte die Phoenix jetzt einfach im Boss-Side-Modus direkt aktiv abschießen. Da kommt doch schon unser Kontakt. Ich glaube, der dreht gerade auch nach rechts ein. Wir können hier unten mal die Entfernung kurz schätzen. Das sieht so nach 25 Meilen aus. Habe ich euch das schon mal erklärt? Ein Strich und ein Zwischenraum sind jeweils 20 Meilen lang. Also hier unten am Ende des Striches sind 20 Meilen, 40, 60, 80, 100. Also sind es hier so ungefähr, keine Ahnung, 25, 30, so um den Dreh. Aber das ist so doof, dass diese Contrails erst mit Zoom reinplüppen, ne? Okay, dann versuchen wir es mal einfach. Ziel an der Aircraft Datumline ausrichten. One is six, closing. Ja, danke, Jester. Und die scheint vorzuhalten. Die scheint. Ja, da hast du recht. Die scheint aufgeschaltet zu haben. Sicherheitshalber mal noch eine zweite hinterher. So wie die vorgehalten hat. Ja, so wie die auch vorhält. Die hat definitiv einen Lock. Und Nummer 1. He's right in front of us. Closing. Bandit is going down. Und Nummer 2. So funktioniert das also im ACM-Mode. Natürlich müsst ihr dafür relativ nah dran sein, aber naja, das ist ja auch nur so eine Art letzte Chance quasi. Also wenn ihr euch in einem Dogfight wiederfindet und ihr habt noch Phoenix dabei, dann ja, nutzt sie halt. Aber allzu nah solltet ihr dafür definitiv auch nicht sein, denn die Phoenix braucht ein bisschen Zeit zum Navigieren. Die ist ein bisschen größer und schwerer. Super, dann soll es das zur AIM 54 gewesen sein und zu einer kleinen Einführung in das Orc 9 auf dem Rücksitz. Und viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!